Der Typ hier soll eine Milliarde geklaut haben. Euer Geld, weil Steuergeld. At one point I had 3 Ferraris and they were my weekend cars. Von der Kohle lebte Sanjay Shah ganz gut hier in Dubai. Und nicht nur er. Wir wissen, dass ein paar von den Ex-Steuerräubern sich hier überall so kleine Villen gekauft haben. It's more or less the size of my villa there. This one with the basketball. Was er gemacht hat? Cum-Ex-Geschäfte. Ein sehr aggressiver Steuertrick. Jetzt sollen die mutmaßlichen Cum-Ex-Gangster vor Gericht. Ist der Steuerraub also vorbei? I would immediately get involved in this business again. Mein Kollege Oliver und ich wollen nach Dubai einen mutmaßlichen Steuerräuber treffen. Der sollte eigentlich vor Gericht stehen. Wir beschäftigen uns schon seit ein paar Jahren mit diesen Cum-Ex-Geschäften. Vor allem Oliver. Er schleppt immer wieder Sachen an. Zum Beispiel diese geheime Liste. Darauf mehr als 700 Beschuldigte, gegen die allein in Deutschland wegen Cum-Ex ermittelt wird. Anwälte, Topbanker, Vorstände. Alle haben offenbar mitgemacht. Lange war nicht klar, ob man Cum-Ex-Deals wirklich bestrafen kann. Doch jetzt schlägt der Staat zurück. Undurchsichtige Cum-Ex-Geschäfte sind als Steuerhinterziehung strafbar. Nach dieser ultimativen Ansage des Bundesgerichtshofs besteht die Hoffnung, dass endlich Milliarden in den Staatshaushalt fließen. In einem ersten Prozess in Bonn wurden zwei Händler deswegen bereits zu Bewährungsstrafen verurteilt. So Leute, herzlich willkommen. Heute haben wir mal wieder eine richtig tolle Steuerung F-Doku. Und zwar geht es diesmal um Steuerraub, große Firmenstrukturen oder ähnliches halt, Steuern ersparen oder Steuertricks machen und was auch immer. Und erste Sache, die natürlich sehr interessant ist, dass, hier dieser Funk-Typ im Prinzip sagt, dass derjenige uns Geld geklaut hat, unser Steuergeld, wobei der gute Mann, selber von einer Art Steuer oder Zwangsabgabe, ist ja am Ende des Tages egal, nämlich dem Rundfunkbeitrag lebt und sich dann schon mal rausnimmt, da über jemanden zu urteilen. Schon ziemlich lustig, aber genau, gucken wir uns mal an, was sind überhaupt Cum-Ex-Geschäfte, wie machen das die Superreichen, die Supermächtigen, und dann reden wir am Ende noch darüber, was ist denn eigentlich mit Steuern und wie kann man das denn verhindern und so weiter. Ich habe die Doku selber noch nicht gesehen, also schauen wir mal rein. Sanjay Shah. Unsere Liste von Cum-Ex-Beschuldigten zeigt, gegen ihn wird in Verbindung mit 3 Verfahren ermittelt. Kaum einer war so umtriebig wie er. Er soll deutsche, aber auch belgische und vor allem dänische Steuerzahlende beraubt haben. Bereut er inzwischen? Dass er jetzt ein Interview geben will, ist eine ziemliche Sensation. Zum Beispiel Sanjay Shah kann eigentlich fast nirgends sonst hinreisen, weil er sonst befürchten muss, dass er verhaftet wird. Zeit, um euch schnell mal den Cum-Ex-Trick zu erklären. Einmal konzentrieren bitte. Es geht immer um eine Steuer, die man sich erstatten lässt, obwohl einem das nicht zusteht. Dazu braucht man Aktien. Jedes Jahr an einem bestimmten Tag, dem Dividendenstichtag, bekommen die Eigentümerinnen und Eigentümer einer Aktie Geld, die sogenannte Dividende. Darauf muss man eine Steuer zahlen, die man sich unter Umständen erstatten lassen kann. Jetzt haben die Cum-Ex-Beschuldigten sich etwas einfallen lassen. Sie haben eine Aktie über den Stichtag hin und her gehandelt, sodass es aussah, als wären es mehrere Aktien. Jetzt holten sie sich auf jede der erfundenen Aktien die Steuererstattung. Den Gewinn hat man geteilt. Da man mit sehr vielen Aktien gehandelt hat, kam ordentlich Gewinn zusammen. Und da kommt tatsächlich Sanjay Shah. Ermittlungsbehörden aus ganz Europa würden jetzt gerne mit ihm sprechen und ihn befragen. Warum zum Teufel spricht er mit uns? Er fühlt sich vorverurteilt und will uns seine Perspektive auf den Steuerraub erzählen. Aber erstmal eine wichtige andere Frage. How much did you make? I made is hard to tell because I've kind of lost. I made mutmaßlicher Steuerräuber. Oh Mann, ey, das ist so eine Ironie. Naja. Is hard to tell because I've kind of lost track of. It sounds ridiculous, but I've lost track of how much money I made because I was paying people. I also invested money. I lost money.
I made in excess of €500 million. Yeah. €500 million. Yeah. And I still have those assets. You still have those assets? Yeah. Aus Sicht der Ermittlungsbehörden soll er mit seinen Firmen sogar sagenhafte 1,4 Milliarden Euro erbeutet haben in verschiedenen europäischen Ländern. Yes. Schaar gilt als derjenige, der Cum-Ex am dreistesten angewandt hat. In der Branche ist er deshalb bekannt, bis heute bestens vernetzt. Was hört er? Hat die Branche jetzt Angst? Ist der Raubzug vorbei? I gotta tell you that when I believe I'm going to be clear of this soon, maybe in a year or two. When I am, I will be back in business and I will be pursuing these types of trades. And it's not difficult. Just pick a phone up to a lawyer or go to a recruitment firm and say, who are the guys who are making money? For the record, if I had the ability to run a business, I would immediately get involved in this business again. And that's my plan. My plan is to get involved immediately. I've got the recipe. Und das geht so. Es gibt immer eine Lücke im Gesetz, mit der man Geld machen kann. You know, you can tighten the rules. But unfortunately, smart people will say, oh, okay, I know I have to just do something slightly different in order to get around it. I mean, great example. I can say to my daughter, you can go out, but you have to be home before midnight. And she can come home 1 minute before midnight, but then 1 minute after midnight, she goes back out. And I can say, what did you do? I told you to be home. She said, yes, I did come home before midnight, but you didn't tell me I can't go out after. Do you understand that German or Danish taxpayers are furious that it's their money that is being spent here? They could be furious, but what I would say to them is that, why don't you ask your government why they didn't close the loophole? I can say, well, at the time, the law allowed me to do that. So, also, der gute Mann, der ist richtig schlau. Der Typ ist ein richtiger Fuchs und er hat eigentlich auch nichts Schlimmes gemacht. Nur diese Journalisten tun jetzt natürlich so, oh, er ist so ein böser Steuerräuber und so. Aber er hat recht, ja, das Gesetz ermöglicht es sogar. Und davon ist auszugeben, wenn er hier, ja, er sagt, keine Ahnung, 500 Millionen, die schätzen 1,5 oder was, man kann auf jeden Fall davon ausgehen, dass da auch Politiker natürlich auf der Gehaltsliste standen. Und der Trick, der ist ganz einfach. Leute beschweren sich und sagen, oh, unsere Steuergelder werden da geklaut. Und dann sagt der Politiker, ja, alles klar, das kriegen wir hin. So, der Politiker geht aber mit ihm hier abends essen und dann sagt er, ey, ja, meine Wähler regen sich auf. Ja, ja, okay, wir ändern einfach was im Gesetz, aber du kannst es so und so umgehen. Ne? Der Politiker sagt ihm das vorab. Und das Interessante ist, die Gesetze werden ja von diesen reichen Leuten im Prinzip, ja, schon mal erdacht. Dann lobbyieren die dafür im Staat, legen ordentlich was auf den Tisch, bringen da ihre Jungs in den Staat rein. Und dann gibt es ja diese Sachen erst. Und da zu denken, Politiker schützen oder so, das ist voll der Unsinn. Mit jeder Gesetzesänderung verdienen die sogar auch noch Geld, ja, weil sie halt gebraucht werden und so. Und da können die dann noch Beraterkosten geltend machen und so. Und das ist, deshalb, ich bin ja auch Netto-Steuerzahler und ich bin überhaupt nicht sauer auf den. Ja, so, er nimmt das System halt aus, ja, ist ja gut, so hat der Staat weniger Kohle, um mir das Leben zu versauen. My view is yes, it's a shame, but don't blame me. First of all, I'm not the only one who is participating in this business. Okay, das war kein Argument, das erste ist dumm. Jetzt sagt er, zweitens sollte die Regierung solche Probleme einfach lösen. Ja, wird sie ja nicht, ja, weil sie hat ja ein Interesse daran, ne, die sind ja so per Du mit Leuten wie ihm, die das halt ausnehmen. Nur interessant ist ja zum Beispiel, also da geht es ja um, ja, sich Steuern zurückerstatten und in vielen anderen Ländern gibt es ja zum Beispiel keine Steuererklärung wie in Deutschland. Das heißt, man hat diese Möglichkeiten gar nicht und ja, man hat dann auch die Bürokratie nicht und diese ganzen Leute, die den ganzen Tag Papier hin und her schieben. So, das ist aber natürlich nicht erwünscht, weil wenn Deutschland sagt, okay, Steuererklärung schaffen wir ab, ist ineffiziente Bürokratie, ja, wie viele Wähler gehen denen dann verloren? Ja, wie viele nutzlose Leute, die 30 Jahre lang in irgendwelchen Finanzämtern rumsaßen, müssen dann auf dem Arbeitsmarkt und kriegen dann nichts, ne? Ja, ist natürlich dann nicht in deren Interesse, ne? Die finden das natürlich geil, da Geld fürs Nichtstun zu bekommen, ne? Aber dass das auf Lasten der Steuerzahler geht, ja, das ist ja egal, er ist der Böse, er ist der Schlimme. Der böse Bube. Secondly, if there's a problem, the government should be fixing it. Warum fühlt sich der Mann so im Recht? Erst 2012 hatte die Bundesregierung Cum-Ex-Geschäfte eindeutig und explizit verboten.
Shah und andere glauben, bis dahin hätten sie den deutschen Staat zu Recht bestohlen, weil der einfach zu doof war, es zu verbieten. Das sieht man hier anders. Das ist der maximale Kontrast zu Dubai hier. Deutsche Behörden sagen, Cum-Ex-Geschäfte waren schon immer strafbar. Alle hätten gewusst, dass der Gewinn aus der Steuerkasse kam und hätten dafür Steuererstattungen erfunden. Das ist auch ein traumhafter Teppich. Und tatsächlich wurden bereits erste Cum-Ex-Täter verurteilt. Auch dank der Oberstaatsanwältin Anne Brohilke. Niemand sonst hat so viele mutmaßige Steuerräuber auf dem Zettel. Darunter auch Sanjay Shah. Sie weiß, warum Leute wie er weiter glauben, sie seien im Recht. Das kann man sich natürlich auch alles wegrationalisieren, ne? Und schönreden und sagen, das ist so legitim und bla bla bla. Dann fühle ich mich halt besser, wenn ich morgens zur Arbeit gehe. Aber das Ziel ist... Hat sie gerade über Steuern gesprochen, dass sie dem ganzen legitimen Anstrich gibt, obwohl es eigentlich Raub ist? Na, ja, warten wir mal ab. Mal klar, wie kriege ich diese Tax Rates so zusammengebaut, dass ich da möglichst viel Geld rausziehe. Und das ist ja nun auch wahnsinnig profitabel gewesen. Warum also damit aufhören, wenn ich damit nicht auffalle? Also da denkt jetzt ein Strukturierer bei einer Investmentbank nicht anders als ein Ladendieb, ne? Warum damit aufhören, wenn das so einfach ist? Anne Brohilker kämpft einen ungleichen Kampf. Sie ermittelt noch gegen hunderte Beschuldigte. Und die Ermittlungen sind aufwendig, ihre Mittel begrenzt. Während sie hier in Köln-Sülz zehntausende Seiten Akten füllt, sitzen die mutmaßlichen Täter hier, in der City of London. Und sie haben scheinbar unendliche Ressourcen. Natürlich eine der größten Herausforderungen in Wirtschaftsstrafverfahren dieser Größenordnung sind die enormen Datenmengen, die sie bewältigen müssen. Und das führt einfach dazu, dass die Ermittlungen wahnsinnig zeitintensiv sind. Und das sind ganz komplexe Aktientransaktionen, die in diesen Fällen praktiziert wurden. Und da ist natürlich die Hoffnung, dass man aus diesen Fällen lernt und früher entsprechende Maßnahmen ergreift, um das eben zu verhindern. Für Ermittler wie Weinbrenner, aber auch für uns wäre es natürlich schön, wenn der Steuerraub vorbei wäre. Aber ihr habt es ja gehört, Shah sagt, so richtig gut sieht es nicht aus. Und das, obwohl der Staat die Gesetze eigentlich schon angepasst hat. Vor einiger Zeit waren wir in London. Ist das nicht seltsam? Man könnte fast den Eindruck kriegen, der Staat will gar keine Verbrecher einbuchten. Wie kommt das denn nur? Und deswegen haben wir uns das mal genauer angeschaut. Und dabei ist uns Folgendes aufgefallen. Man sieht hier eindeutig, dass rund um den Dividendenstichtag gigantische Mengen Aktien gehandelt werden. Und zwar viel mehr als an den anderen Tagen. Ein eindeutiges Signal, dass in diesen Geschäften nur Steuern erstattet werden sollen, die nie bezahlt wurden. Wir zeigen unsere Recherche. Ja, einfach mal die Steuern auf Dividenden abschaffen, ne? Ah, nee, das wäre marktradikal. Sorry. Ich vergaß. Steuern sorgen ja dafür, dass in der Gesellschaft der Wohlstand gleichmäßig verteilt wird oder so ähnlich, ne? Genau, ja, und wir bauen ja davon Krankenhäuser und Straßen, genau, Straßen, ja. Es gibt also schon wieder möglicherweise einen Milliardenschaden durch sowas Ähnliches wie Cum-Ex. Und das, obwohl eigentlich die Geschäfte schon lang vorbei sein sollten. Warum sind gefühlt die Täter bei den steuergetriebenen Geschäften nach ihren Beobachtungen, nach ihren Ermittlungen immer einen Schritt voraus? Ja, weil die nichts anderes machen, als sich solche Dinge auszudenken. Steuerräuber lassen sich also immer neue Tricks einfallen. Ja, weil das Konzept von Gesetzen, wenn halt top-down irgendein Blödsinn gemacht wird von Leuten, die diese Entwürfe nicht mal richtig lesen, ja, dann sind da halt Lücken drin, ne? Es ist ja kein Vertrag auf Gegenseitigkeit, also zwischen mir und, keine Ahnung, Rewe, so, da ist ja nicht noch ein Dritter, der da irgendwie das jetzt abkassieren kann oder so. Und beim Staat ist das natürlich anders. Ja, da machen halt, der Wähler denkt, oh, ich werde hier abgezockt, Steuerraub. So, dann holt er da den Abgeordneten voll, die machen dann da Gesetze. So, und dann setzen sich halt Leute hin und greifen da Kohle ab, klar. Ja, weil beim Staat, das ist ja überall so, auch bei den ganzen Sozialhilfen und so, die dann irgendwelche Clans oder so kassieren. Ja, weil es halt geht, ne? Und weil im Staat ja kein Gewinnmotiv drin ist, ist dem Staat das eigentlich auch egal, wenn da Verschwendung am Staat ist. Ja, dann hat man da jetzt da ein paar Leute in der Bürokratie sitzen, die da im Prinzip aufpassen sollen, dass da nichts verschwendet wird. Aber ja, selbst das ist auch wieder Verschwendung, da irgendwelche Leute für einzustellen. Weil was machen die am Ende des Tages? Die schreiben dann da irgendwelche Ermittlungen, ermitteln da todeslange, hunderte Seiten
hauen die dann zusammen, ja, und dann am Ende passiert ja trotzdem nichts. Erst Cum-Ex, dann ADR. Es geht immer weiter, denn der Start ist immer einen Schritt langsamer. Manchmal sogar extrem langsam, denn es gibt noch einen weiteren Trick, der nennt sich Cum-Cum. Dabei verleiht eine ausländische Bank ihre Aktien kurz vor der Dividendenausschüttung an eine deutsche Bank. Diese lässt sich die Kapitalertragsteuer erstatten, auf die das ausländische Institut keinen Anspruch hätte. Beide teilen sich den Gewinn. Geil. Am Ende ist es doch dramatisch. Durch Steuertricks haben Staaten weltweit mindestens 150 Milliarden Euro verloren. Davon entfallen nur 10 Milliarden auf Cum-Ex und ADR und sagenhafte 140 Milliarden auf Cum-Cum. Und wer hat da auch mitgemacht? Unser Freund Sanjay Shah. Er hat den Cum-Cum-Trick bei großen Banken gelernt. When I was working in Morgan Stanley, I first got an idea of the so-called dividend trades. So when I was at Credit Suisse, I'd been there for a short amount of time. I learned about the motivation behind stock lending. I ended up moving to ING, where I was asked if I could bring my knowledge from Credit Suisse and implement what were then known as dividend trades. There was the dividend arbitrage business, whether you call it cum-cum business or dividend arbitrage. If something was illegal, it maybe would have been possible to do it once. But this is an activity that took place over years, maybe decades. Wir haben die genannten Banken natürlich angefragt. Die wollten dazu nichts sagen. Über Jahrzehnte galt Cum-Cum offenbar als ein normales Geschäft. Trotz hoher Steuerverluste für den Staat schienen die Cum-Cum-Deals legal. So, jetzt endlich, nach sehr vielen Jahren, hat das Bundesfinanzministerium endlich mal klargestellt, dass diese Geschäfte grundsätzlich missbräuchlich sind. Dafür hat sie ein Schreiben aufgesetzt und jetzt könnte es sein, dass diese Geschäfte endlich mal vorbei sind und eventuell sogar Gelder zurückgeholt werden. Aber warum lässt sich der Staat so ausnehmen? Gibt es da nichts, was man tun könnte? Die Cum-Ex-Ermittlungen, die ja noch lange nicht abgeschlossen sind, die waren und sind sehr personalintensiv. Wenn Sie nicht genügend Ermittler haben, genügend Steuerfahnder oder Polizeibeamte, dann wird das scheitern. Also entweder man schafft das Ganze komplett ab, was ich mir nicht vorstellen kann, dass das realistisches Szenario ist. Das wäre natürlich das Einfachste zu sagen, wir machen einfach überhaupt keine Dividendentrades mehr. Warum? Ihr könnt das ganze Jahr handeln, ihr müsstet ja nur nicht über den Dividendenstichtag tun. Das könnte man sich natürlich überlegen. Aber dann würde man den Investmentbanken ein ganz wesentliches Standbein wegnehmen. Und das ist die Frage, ob das politisch gewollt ist. Unfortunately, money attracts smart people. Unfortunately, people who work in governments, they are civil servants. They're not the rocket scientists that investment banks can hire. So unfortunately, we are in this cat and mouse game, where there will always be the banks and the hedge funds will always be one step ahead. Es ist bitter. Banker wie Sanjay Shah sind schlau. Sie sind immer einen Schritt weiter. Und so will auch Shah bald wieder loslegen und sich seine Ferraris zurückholen. At one point I had three Ferraris. They were my weekend cars. But all of those went when the money got frozen. I don't feel too sad because I know one day I'll come back when I'm out of my legal case. And I look forward to doing car shopping. Was glaubt ihr, was müsste denn passieren, damit wir diesen Steuerraub wirklich mal in den Griff kriegen? Schreibt es uns in die Kommentare. Wir freuen uns darauf, mit euch zu diskutieren. Wenn ihr nochmal sehen wollt, wie das damals in London abgelaufen ist mit unserem Undercover-Stunt, den haben wir euch hier oben nochmal verlinkt. Also ganz kurz dazu. Ja, es ist natürlich lustig, ne, dass gerade diese Journalisten und diese ganzen Beamten und so weiter das anprangern. Denn am Ende des Tages sind Steuern Raub von dem Bürger. Die leben davon. Die leben davon, die leisten keinen produktiven Beitrag zur Gesellschaft, sondern sie beteiligen sich am Raub gegen die Zivilbevölkerung und wollen das Ganze sogar noch weiter hochdrehen. Ja, dann gibt es kluge Köpfe, die probieren, was von den ganzen Steuern, die sie bezahlen oder die generell da im Topf drin sind, wieder rauszunehmen. Und klar, Steuerhinterziehung ist illegal und so natürlich. Aber aus moralischer Sicht ist jeder Cent, der nicht beim Staat landet, gut für den Bürger. Und ja, es ist zwar schade, dass er dann bei dem Investmentbanker landet und nicht bei demjenigen, der die Steuern gelatzt hat. Deshalb wäre es natürlich am besten und am fairsten, diese Steuer und auch natürlich alle anderen Steuern abzuschaffen, weil sie halt Raub sind. Und
da halt Leute von bezahlt werden, die niemand bestellt hat. Niemand hat einen Steuerermittler oder einen Journalisten, also so einen Funkjournalisten oder was auch immer bestellt, sondern man muss das Ganze bezahlen und wenn man das nicht bezahlt, dann kommt man ins Gefängnis und dann tun die so, ja, oh, wir sind ja hier für den Staat und für die Gesellschaft und bla bla, aber hier diese Steuerräuber, die sind einfach nur böse. Und ja, wenn man nicht will, dass der Staat ausgenommen wird, wozu er auch technisch da ist und die Reichen bauen sich den extra so, wie sie ihn brauchen und nehmen dann halt die Kohle raus. Also eigentlich ist der Staat nur ein Geschäftsmodell der Reichen und wenn man das einmal verstanden hat, dann weiß man, okay, man braucht eine Gesellschaft, die auf Privatrecht basiert, auf Vertragsbasis, wo ich mir dann halt ja Straßen, Krankenhäuser, was auch immer, alles auf vertraglich festgelegt hole. Wo ich dann auch ein einklagbares Recht darauf habe, weil, wenn jetzt der Staat einfach mal sagt, okay, aufgrund deiner Hautfarbe, deiner Religion oder deines Gesundheitsstatus darfst du nicht mehr in den Supermarkt, zum Arzt oder was auch immer tun, er kann halt einseitig die Regeln ändern und auch wenn dann die Personen, ja, das bezahlt haben, hat man dann trotzdem kein Recht mehr. Anders ist das bei, ja, vertraglich geregelten Leistungen, und wenn man in den Supermarkt geht oder so, ne? Und deshalb kann man dem Ganzen sehr einfach einen Riegel vorschieben. Nur, dann ist halt auch da diese Staatsanwälte und diese Steuerfahnder und so, die sind dann halt alle ihren Job los und das wollen die natürlich nicht. Ja, und diese Steuerfahnder und Staatsanwälte und so, die tun zwar so, als ob die eine Verurteilung von denen wollen, aber seien wir mal ehrlich, eigentlich wollen die nur dieses Katz-und-Maus-Spiel weiterführen. Eine kleine Gesetzesänderung und so weiter und so fort, weil solange es diese Kriminellen, also die sind natürlich nicht kriminell, aber solange es diese Steuertrickser gibt, so lange haben auch die Staatsanwälte und so ihren eigenen Job und deshalb profitieren sie davon. Das ist genauso wie Politiker davon profitieren, dass Leute Angst haben, dass Leute neidisch und gierig sind. Die profitieren davon. Ja, und solange die Leute so Angst haben und so sauer sind, ohne sich mal hinzusetzen und nachzudenken, so lange profitiert der Staat und so lange werden wir halt an echten Lösungen gehindert. Also nochmal zusammengefasst. Diese Steuern müssen abgeschafft werden. Danach sollte man den Staat möglichst auf seine Kernfunktionen zurückbauen, nach und nach privatisieren und dann die Kernfunktionen wie Sicherheit, Straßen und so weiter auch alles privatisieren. Dann braucht man keine Politiker mehr, dann braucht man keine Funkjournalisten mehr. Gut, okay, die braucht auch jetzt keiner. So, und dann zahlt man nur noch für das, was man haben will. Vom Unternehmen wird man nicht ausgeraubt, man hat einen Vertrag, das Unternehmen arbeitet immer durch, ja, das Gewinnmotiv daran, nicht zu verschwenden, die Preise möglichst niedrig zu halten, Konkurrenz zu haben, so. Und dann ist auch alles gut. Und in diesen staatlichen Systemen, ja, die sind halt ineffizient, da wird halt einfach Zirkus veranstaltet, zulasten Dritter, ja, der Staat macht ja am Ende nichts anderes als Verträge zulasten Dritter, die Investmentbanker und die Politiker lachen sich abends beim Abendessen richtig einen Schrott, ja, und der Steuerzahler muss halt für das Ganze buckeln. Und solange der Steuerzahler denkt, dass es einen Staat geben muss, dass es keine Alternativen gibt und so, solange hat er es sogar verdient, ja, muss man leider so sagen. Und wenn man das einmal verstanden hat, dann kann man sich dafür einsetzen, dass das Ganze ein bisschen niedriger geht, dann kann man sein Geld aus dem konventionellen Finanzsystem rausholen, sich nicht über Inflation abzocken lassen und so weiter und so fort. Ich hoffe, das war hilfreich. Schaut gerne bei meinen anderen Videos rein, zum Beispiel dem Video Welt ohne Steuern. Da kriegt ihr nochmal ein paar Gedankenanstöße und lasst euch hier nicht so eine billige Propaganda andrehen von so ein paar Leuten, die einfach nur wollt, oh, dass ihr euch dann 10 Minuten aufregt und dann alles so weiterläuft wie immer, wenn man sich überlegt, Rundfunkbeitrag, wie viel man da latzt, im Monat 15, 16 Euro, für was, weil ich nicht bestellt habe. So, und dann habe ich hier einmal diese Steuertrickser, die meine Kohle klauen, dann habe ich diese Beamten, die meine Kohle klauen, dann habe ich noch diese Journalisten, die mir dann zeigen, wie ich beklaut werde und die beklauen mich auch noch, also das ist der absolute Wahnsinn und darf man sich nicht von Kirre machen lassen, man muss wissen, wer hier der Feind ist, nämlich der Staat und ich hoffe, wir sehen uns bei einem anderen von meinen Videos wieder, das war natürlich alles nur meine Meinung, ja, Steuererziehung ist illegal, macht das natürlich auf keinen Fall. Und wir sehen uns. Ciao, Leute. Es könnte sein, dass ich euch da draußen weiter auf den Sack gehe in irgendeiner Form.